Also heute Abend ist der krönende Höhepunkt, die Preisverleihung der Friedrich-List-Medaille an den Professor Dr. Lars-Peter Feld, persönlicher Berater des Bundesfinanzministers und langjähriger Sachverständiger und zuletzt auch Vorsitzender des Sachverständigenrats der Wirtschaftsweisen in Deutschland. Das ist die bedeutendste Auszeichnung, die wir als BDVB vergeben. Wir vergeben sie an Persönlichkeiten, die herausragende Wissenschaftler sind. Wir sehen, dass er sich in der Öffentlichkeit vermitteln kann. Man versteht seine Aufsätze, seine Vorträge. Mit seinen Podcasts ist er nicht nur sehr sachkundig, sondern auch sehr unterhaltsam. Und ich glaube, dass Ökonomen, die auf diese Art und Weise auch ihre Möglichkeiten nutzen, um Einfluss zu nehmen auf die wirtschaftspolitische Debatte, die wir haben und die auch mitgestalten können, dass das Wissenschaftler sind, die wir auch auszeichnen und herausheben. Das Publikum ist breit gefächert. Es sind auf der einen Seite die Mitglieder des Bundesverbands, sowohl die Senioren als auch runter bis zu den jungen Studenten. Man sieht also, haben also alle Altersgruppen im Grunde genommen erfasst. Zu den Gästen zählen natürlich auch Mitglieder und Freunde befreundeter Verbände, die wir mit eingeladen haben. Meine Damen und Herren, der Standort Deutschland, der ist ja ordentlich ins Gerede gekommen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie wir unseren Wohlstand sichern. Also ohne Wachstum geht nichts. Und die Frage ist, wie generiere ich Wachstum? Das kriegt zum einen durch Effizienz hin, Innovation, dafür brauche ich natürlich Innovation, brauche ich Investitionen. Also beide kennen sich so lange und so gut, dass es nichts Naheliegenderes gibt und es keinen besseren Laudator geben könnte, als Sie, lieber Christoph Schmidt, und vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie diese Rolle übernehmen. Bei dem Wandel vorne mit dabei zu sein, damit unseren künftigen Wohlstand zu sichern, das erfordert umfassende Investitionen, die für das Industrieland Deutschland riesige Geschäftschancen bieten. Denn, so wörtlich, die Investitionen von heute bilden die Grundlage für die Erträge von morgen. Nachdem vor 5 Jahren Hans-Werner Sinn, der frühere Chef des IFO-Instituts, diese Medaille verliehen bekommen hat, dass wir jetzt Lars Feld als Preisträger auserwählt haben. Ja, also wenn Sie sich das anschauen, da ist Friedrich List abgebildet, die Medaille in Gold. Wunderschön, ich freue mich riesig darüber. Es ist dann schon so, dass man sagen muss, an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik zu arbeiten, ist unglaublich bereichernd, kann aber auch unglaublich frustrierend sein. Und es ist immer auch so, dass man einen breiten Rücken braucht, ein dickes Fell, alle diese Beschreibungen, diese bildhaften Beschreibungen drücken das irgendwie aus, dass man widerstandsfähig sein muss. Und eine solche schöne Bestätigung wie die Friedrich-List-Medaille für das eigene Wirken sorgt dafür, dass man resilient bleibt. Es geht eigentlich darum, in der Volkswirtschaftslehre das Leben der Menschen zu verbessern. Und vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als in anderen Wissenschaften. Ja, das nimmt fast jede Wissenschaft für sich in Anspruch, in der Medizin ist es ganz eindeutig. Aber wir reden ja über gesellschaftliche Zusammenhänge in einem Umfang, die jeden von uns am Ende betreffen. Weichenstellungen, bei denen wir klar sagen können, es kommt nicht auf die gute Absicht an, es kommt darauf an, dass wir in der Interaktion untereinander mit den unterschiedlichen Interessen, die es gibt, zu einem guten Ergebnis kommen. In diesem Sinne ist Ökonomie Friedenswissenschaft. Im Kern geht es um einen freiwilligen Tausch zum gegenseitigen Vorteil. Und wenn er nicht zum gegenseitigen Vorteil ist, dann findet er nicht freiwillig statt. Klar, Handel wird auch betrieben in Kriegssituationen.
Aber richtig florieren kann er eigentlich nur, wenn die Rahmenbedingungen friedlich sind. Dann kommen wir zu guten Ergebnissen. Dann sind die Fortschritte, die erzielt werden, in solchen marktwirtschaftlichen Systemen besonders groß. Dahinter steht also, und das wird häufig verkannt, das große Versprechen der Freiheit. Ohne Freiheit funktioniert dieser freiwillige Tausch nicht. Denn wenn Zwang im Spiel ist, ist er nicht mehr freiwillig. Und dann ist er auch nicht mehr zum gegenseitigen Vorteil. Manchmal ist es so einfach, wenn man die Volkswirtschaftslehre runterbricht. Und überall, wo Sie tätig sind, also nochmal, ob in Unternehmen, in der Verwaltung oder in der Wissenschaft, geht es eigentlich darum. Und ich bitte Sie, bleiben Sie dran. Vielen Dank. Ja, der BDVB hat eine wesentliche Rolle, weil hier eine große Vereinigung von Volks- und Betriebswirten, die größte im deutschsprachigen Raum, aktiv ist und vor allen Dingen die Volkswirtinnen und Volkswirte und zu einem wesentlichen Teil auch Betriebswirte und Wirtinnen zusammenbringt, die in der Praxis tätig sind und deswegen auch in ganz viele unterschiedliche Strukturen hineinwirkt.